meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als allererstes Mal wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Jetzt mal das erste Video, das keine Livestream-Ankündigung ist, im Jahr 2019. Ich hätte gerne früher schon ein Video gemacht, aber ich habe euch ja im letzten Video schon erklärt, dass ich Startprobleme mit Aprilia habe. Und ich wollte so jetzt keinen Motovlog aufnehmen, weil ich mir nicht sicher gewesen bin, was das Problem ist. Und bevor ich irgendwas kaputt mache, habe ich gedacht, lasse ich es und melde mich auf YouTube im neuen Jahr, sobald ich das Problem gelöst habe. Ich habe es gerade eben in der WhatsApp-Gruppe schon mal erzählt und dachte ich, jo, dann haue ich jetzt ganz kurz ein kleines Infovideo zu YouTube raus, damit die Leute dort auch wieder Bescheid wissen. Problem ist gelöst, Ursache gefunden. Es waren sehr viele Tipps in den Kommentaren. Am Endeffekt, also als allererstes mal vielen Dank für die ganzen Tipps. Am Endeffekt war es so, dass ich einfach von 45 auf eine 50er E-Choke-Düse hoch bin. Also die Düse für den E-Choke, ja? Nicht Hauptdüse, nicht Nebendüse, sondern E-Choke-Düse. Ich bin halt jetzt allein aus Gefühl von 78 auf 80 auch mit der Hauptdüse hoch, aber rein theoretisch hätte das ja überhaupt keinen Sinn gemacht, die Hauptdüse zu wechseln, wenn der Roller nicht anspringt. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich wieder runterdüsen müssen. Aber ich wollte halt mit beiden Sachen einfach mal hoch, dass hier, ne, dass ich weiß, okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, liegt es an beidem nicht. Und es lag an der E-Choke-Düse von 45 auf 50 hoch, läuft, springt an, ohne Starthilfespray. Batterie ist jetzt halt ziemlich tot, aber ich zeige euch das mal ganz kurz. Zum Standgas. Standgas kann ich an dem Vergaser nicht einstellen. Das ist einer der Gründe, warum ich den eigentlich nie verwendet habe. Weil nämlich, man kann die Standgasschraube theoretisch sogar komplett rausdrehen. Das Standgas geht nicht runter. Irgendwie passt der Schieber nicht in die Führung oder was weiß ich, whatever. Plan ist sowieso erst einmal schnellstmöglich eine Möglichkeit zu finden, den 19er Vergaser zu verwenden, ohne dass es so laut ist mit dem offenen Luftfilter. Es gab jetzt Tipps, Moosgummi in den offenen Luftfilter reinmachen. Ich will aber keinen offenen Luftfilter, weil ich will auch theoretisch im Regen fahren können. Durch Matsch und Schlamm fahren können und möchte nicht Angst haben, dass wenn ich durch eine Pfütze vor mir der Roller stehen bleibt. Deswegen, ja, werde ich schauen, was ich da machen kann. Offene Luftfilter passt aus dem Grund nicht drauf, weil der Ansaugstutzen, den ich habe, damit ich überhaupt den 19er Vergaser verwenden zu können, ein gerader ist. Und ich habe keinen seitlich gebogenen Ansaugstutzen gefunden für den 19er Vergaser, wo quasi genau der gleiche Winkel hat, dass ich rein theoretisch hier einfach flupp auf den originalen Luftfilter lassen raufsetzen könnte. Ich habe keinen Ansaugstutzen gefunden, vielleicht gibt es das inzwischen, bis daher gab es aber nichts, beziehungsweise Streetlight Scooter Attack war gerade mal ein Fett lieferbar von dem, was überhaupt online angezeigt wurde. Vielleicht ist das jetzt zum neuen Jahr besser. Sie haben ja geschrieben, also Scooter Attack zumindest, dass sie wieder mehr Teile haben. Ich werde mal gucken, vielleicht finde ich da doch noch einen anderen Ansaugstutzen oder ich mache besorgt mir eine Airbox oder irgendwas. Das sind auf jeden Fall Pläne für die Zukunft. Wichtig, sie läuft. Erstmal. Das wollte ich ja ursprünglich zeigen. Sie läuft. Wir können wieder Videos machen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Standgas versehentlich hochgedreht. Dann wird der Roller jetzt gleich davon fertig. Die lassen wir lieber auf der Bremse. Also die Batterie ist ziemlich tot. Ich bremse, drücke genau. Einfach aus, egal. Also, ihr seht, springt an ohne Starthilfespray und selbst ich, Dulli, mit meinem verkrüppelten Fuß, schaffe es mit dem zweiten Kick. Also, alles bestens. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht Roller fahren, wenn ich mir nicht sicher bin, was ist das Problem. Ich hätte ihn ja vorher schon mit Starthilfespray angekriegt, aber das war mir zu riskant, weil ich so viel neu gemacht habe. Und ja, das heißt, ich werde, wenn das Wetter passt, vorausgesetzt natürlich ist es einigermaßen trocken, wenn es natürlich schüttet oder schneit, geht's nicht, beziehungsweise will ich es auch gar nicht. Aber wenn es wieder einigermaßen passt, werde ich zum Wochenende hin einen Motovlog aufnehmen. Auf jeden Fall, dass zum Wochenende einer kommt. Wenn keiner kommt, dann war das Wetter einfach scheiße. Und ja, das ganz kurz als kleine Mitteilung, meine Freunde. Ich will das Video nicht zu lang halten. Bis denn, haut rein, euer Infinitum und ciao mit V.
Das ist bescheuert. Ich wünsche euch ein frohes Neues und haltet die Ohren steif.